Ja, moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind heute mit dem guten Adam unterwegs und heute folgendes Setup: Wachsambindung, dunkle Wahrnehmung und Observieren. Nee, Tabs Verdacht. Entschuldigung! Ist ein random Setup, das ich noch aus einem der Streams am Start hatte. Und wir spielen erstmal direkt gegen die Krankenschwester. Na, das verspricht ja eine spaßige Partie zu werden, meine lieben Freunde. Okay, wir werden mal eben. Na, erste Person erwischt. Und Tana ist am Start, allerdings nur auf Stufe 2. Da hinten ist noch jemand am Generator dran. Ich bleib mal hier. Dann bin ich einigermaßen in der Nähe, um retten gehen zu können. Könnte ganz gut sein. Kommt die andere Person? Wurde sie gesehen? Naja, die versucht sich selber zu befreien, die will. Okay, da nicht. Hatte erst das Gefühl, die will vielleicht jetzt sterben und dem Ganzen hier schnell ein Ende zu bereiten. Mac? Hallo? Danke. Aber wollen wir dich mal eben schnell hochheilen? Also Krankenschwester ist natürlich immer schon mal potenziell ein starker Gegner. Ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren, dass wir so eine Baby-Nurse wie mich selbst immer haben. Aber die Person hier, die wurde auf jeden Fall ziemlich schnell an den Haken verfrachtet. Deswegen bin ich mir doch noch nicht so sicher, ob das eine Baby-Nurse ist. Wahrscheinlich nicht. Gut, dann ab an den nächsten Generator. Tana ist erstmal für den Moment Geschichte. Auf Stufe 2, wie ist denn das nochmal? Oh, ich vergesse immer die Werte. Ich glaube, 4% sind es auf Stufe 3. Oh, nice. Erster Generator ist fertig. Ah, sie hat die Mac gesehen. Ja. Oh, wurde sie? Nee. Wurde nicht mit der Palette geschlagen. Versucht trotzdem, sich zu teleportieren. Okay, ich werde mal hier abhauen. Dass ich nochmal ein bisschen was Nützliches mache. Tino wurde erwischt. Nein, warum? Ach ja, also wie gesagt, random Setup aus dem Stream. Ich werde heute auch nochmal den Stream anschmeißen im Laufe des Abends. Voraussichtlich so auf 18 Uhr, wenn ihr Bock habt. Schaut gerne vorbei. Den Link findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Unter diesem Video. Oder eigentlich unter jedem Video, aber gut. Mal gucken. Ein paar Blutpunkte geiern. Blutpunkte-Event läuft jetzt ja seit ein paar Tagen. Hab jetzt die letzten Tage nicht gestreamt. Freitag, Samstag freigenommen. Aber dann heute jetzt wieder zumindest nochmal einen kleinen, knackigen Stream an Start bringen. Achso, da ist ja. Stimmt, die Mac ist da noch. Ach, Dying Light ist auch am Start. Haben wir jetzt aber zum ersten Mal gesehen, weil jetzt natürlich auch erst die erste Nicht-Obsession an Haken rangekommen ist. Das bedeutet, doppelter Slowdown ist auf jeden Fall schon mal wieder drauf. Ah, ich lasse mich mal überraschen, wo das enden soll. Irgendjemand. Irgendjemand war gerade im Sichtfeld. Die Obse Wer ist denn die Obsession? Du nicht, ne? Ne. Lauf! Sie wechselt das Ziel. Haben wir den David, der da nochmal rumrennt. Den müsste sie eigentlich auch schon gesehen haben. Ja, da ist der Hit. Könnte gut sein. Mich dürfte sie eigentlich noch nicht gesehen haben. Ich bin unsichtbar, Krankenschwester. Bitte gehen Sie weiter. Ah, jetzt hat sie mich aber gesehen. Ein Baum! Der natürliche Feind eines jeden Survivors. Nein! Ich sag doch der natürliche Feind. Scheiße. Da ist noch ein Mate. Okay, ich will ihr. Ich will natürlich jetzt nicht
ihr den Weg bereiten zu den Teammates. Ja, hallo. Dürfte nicht reichen von der... Ne. Dürfte von der Reichweite nicht hinkommen. So, der Generator ist fertig gemacht. Ich behaupte jetzt einfach mal ganz frech, der andere müsste auch soon TM fertig werden. Da ist sie wieder komplett ab vom Schuss gewesen. Da hinten rennt sie. Okay. Okay, komplett lost wieder. Die Person da hinten müsste doch auch gleich den... Ja, danke. Geht doch. So, dunkle Wahrnehmung. Eine Person sehe ich. Hier oben ist direkt noch jemand dran. Ich habe leider kein Adrenalin dabei. Aber die dürfte auch noch nicht weit sein. Die hat ja gerade erst ihren anderen Generator fertig gemacht. Wäre schon geil, wenn die mich nochmal hier dann schnell befummeln könnten hier. Hallo, guten Tag, Mac. Ist die Obsession, ne? Oh ja. Also bisher sind wir relativ solide durchgekommen. Ich habe Tabs Verdacht noch nicht so wirklich genutzt. Das ist natürlich ein bisschen doof. Weil... Dankeschön. Tschüss. Weil man natürlich nie weiß, ob sie es nicht doch noch am Ende des Tages nötig haben wird. Ich weiß nicht genau. Also Nurse's Calling ist natürlich immer ziemlich nice auf ihr. Barbecue und Chili ist generell nicht schlecht für die doppelten Blutpunkte. Ich hatte zwischenzeitlich auch nochmal das Gefühl, als hätte sie Beobachten und Zuschlagen drauf. Andere Person ist oben geblieben. Dann... Achso, ich wollte gerade sagen, dann tue ich mal so, als ob ich wegrenne. Okay. Ich meine, ich weiß, wo zwei Totems sind. Dann nehme ich die beiden Totems schon mal raus. Ich meine, sicher ist sicher, warum nicht? Der Generator hier oben ist schon so schön weit. Ich weiß nicht, wo die anderen Leute jetzt am Werkeln sind. Okay, der eine ist im Keller. Der wird nicht an dem Generator rumwerkeln aktuell. Oh, hard im Nehmen. Hard im Nehmen ist gegen die Krankenschwester gar nicht so verkehrt, ne? So, ich glaube, der Keller war drüben. Ach ja, ich weiß, der Keller war drüben. Ich habe gerade die andere doch da unten gesehen. The Brain hat wieder zugeschlagen. Okay, sie ist weg. Wir sind wieder allein, Mac. So, komm her, ich würde... Nee, okay, bist du eine echte Mac? Hast du Adrenalin dabei? Wachsam, da ganz hinten... Ich glaube, die Mac will es jetzt wissen. Ja, wir schaffen das jetzt nicht so schnell, wie du vielleicht denkst. Und beim nächsten Mal wärst du RIP, ne? Also wir brauchen schon noch so unsere, ja, 20 Sekunden. Ich meine, ich ziehe jetzt durch. Wenn sie sagt, wir schaffen das, dann vertraue ich ihr einfach mal. Jetzt nochmal ein paar großartige Skillchecks. Oh, die Krankenschwester kann sich porten. Ich ziehe durch. Es sei denn, sie haut ab. Obwohl, wenn sie jetzt abhaut, ziehe ich durch. Komm, wir ziehen durch, Mac. Mac, wir ziehen durch. Was, du hast kein Adrenalin? Oh nein. Aber die andere Person hatte Adrenalin. Gehst du zum Ausgang? Nein, du willst geheilt werden. Okay, ich heile dich schnell. Der andere hat noch einen Moment. Ach ja, dunkle Wahrnehmung. Ich habe ja den Killer gerade sehen können. Aber ich würde dem da hinten gerne nochmal helfen. So, gehst du helfen? Geh ich helfen? Offensichtlich gehe ich, sehr gut. Ach, okay. Sie will jetzt scheinbar wirklich noch einen wegcampen. Naja. Na gut, komm, dann mache ich das Totem weg. Oh, portet sie sich gerade? Nee. Ach, ich dachte erst, sie hätte den Arm gehoben. Ja, schade drum. Ich habe leider keine geliehene Zeit oder so. Alleine hinrennen. Ist nicht zielführend. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Die Mac. Ah, da fehlt noch ein bisschen was. Ich würde sagen, ich gehe dann mal ran. Die hat auf jeden Fall hart im Nehmen. Okay, sie muss ja nur noch einmal durchhalten.
Wenn es hier anfängt zu tröten. Ah, sie ist zu weit weg. Ich meine, sie ist sowieso tot, wenn sie erwischt wird. Deswegen mache ich jetzt auf. Versuche noch einen Hit zu tanken, notfalls. Ich meine, gegen die Krankenschwester gestaltet sich das natürlich schwierig. Aber da sie so oder so tot ist. Ja, nice! Okay. Ha! Ich wollte gerade sagen, da sie ja so oder so RIP ist, hätte es sich jetzt nicht gelohnt, noch darauf zu warten, ob sie es her schafft oder nicht, weil sie auf jeden Fall die Jagd irgendwie beenden musste. Gut, schön, da sind wir auch raus. Nicht an Haken rangekommen. Ich weiß aber nicht, ob die Runde ausreichend war, um uns einen Pip zu geiern. Obwohl, ich glaube, bin ich schon Rang 1 wieder? Ich weiß gerade gar nicht. Naja, ich war schon Rang 1, okay. Dann ist ja eigentlich sowieso egal. GG an die Krankenschwester. Das ging relativ zügig, muss ich sagen, ne? Oh, okay, hab nichts gesagt. Zweimal Gold und zweimal schillernd. Das war ja, wow. Das war ja richtig nice sogar. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Leider hier der Typ. War das erste Mal am Haken oder das zweite Mal? Ich glaube, der Tino war schon mal einmal dran. Starkes Setup eigentlich sogar dabei gehabt. Naja, gut. Und die Krankenschwester war noch mit eiserner Griff und mit Nurses Calling am Start. Okay, ich meine, Nurses Calling ist eigentlich immer relativ cool auf ihr. Hatte sie keinen Beobachten und Zuschlagen dabei. Ich hatte einmal, bist du der Gar-Eins? Lol. Nein, ich bin Grants. Tut mir leid. Du hast mich leider nicht erkannt. Ja, eiserner Griff. Interessant. 150 IQ auf jeden Fall. Ja, Leute, Frakton, Grüße gehen raus, ne? Danke auf jeden Fall auch an euch fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Ihr wisst ja sowieso schon, was zu tun ist. Kloppt den Daumen nach oben, kommentiert und seid im Stream dabei. Voraussichtlich 18 Uhr. Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut. Danke an die Kanalmitglieder für die Unterstützung. Danke an Melanie, Granini, Packard und Tossi. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier in einem Video von Gens. Bis dann.